Hallo! Schönen guten Abend. Geht es euch gut? Ja. Schön. Ist euch James Bond ein Begriff? Ja. Nein. Dann ist egal. Dann ist es für euch, die das nicht kennen, einfach nur ein Text. Für Leute, die James Bond Titel kennen, die werden einiges wiedersehen. Und wenn ihr das findet, dann dürft ihr es behalten. Der Text heißt Rendezvous mit James Bond. Du Motherfucker, stirb! An einem anderen Tag wäre ich vielleicht nicht so brutal mit dem einarmigen Banditen umgesprungen, vor dem ich nun saß. Doch nachdem ich fast mein komplettes Geld bei Roulette und Blackjack verspielt hatte, zerrte ich an dem einzigen Arm dieses Gauners, als hinge mein Leben davon ab. Dabei hatte der Abend so gut begonnen. Ich war am Tag zuvor 21 geworden und somit endlich alt genug, um auf legalem Wege mein Geld zu verlieren. Mit ein paar Freunden, die das gleiche Schicksal teilten, machte ich mich all meine Ersparnisse in der Tasche auf, um diese zu vermehren. Für diesen Abend hatten wir uns sogar extra fein herausgeputzt mit Anzug und Fliege. Dass es sich bei mir um meinen Konfirmationsanzug handelte, der vor Jahren einmal nur 60 Euro bei C&A gekostet hatte und mir damals noch 3 Nummern zu groß, jetzt eher ein, 2 Nümmerchen zu klein war, musste ja niemand erfahren. Frohen Mutes machten wir uns also auf, endlich den Reichtum abzuholen, der schon seit 21 Jahren auf uns gewartet haben musste. Ich wollte so lange spielen, bis ich genug Geld beisammen hatte, um selbst meine Toilette zu vergolden. Ei, 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 was war das bloß für eine Schnapsidee. Vor den Toren der Spielhalle angekommen, wurde uns dann doch ein wenig flau im Magen und wir diskutierten kurz, ob wir dieses Wagnis wirklich eingehen sollten. Mark, der wohl vernünftigste unter uns, merkte an, Jungs, wenn wir jetzt da reingehen, gibt es kein Zurück mehr. Das ist ein Spiel mit dem Feuerball. Spiele mochte ich eigentlich schon immer gern, wieso da nicht auch Glücksspiel? Lasst es uns versuchen. Zwar ist uns bis heute der kausale Zusammenhang der Felix, der wohl nicht gerade als die hellste Kerze auf dem Kuchen bezeichnet werden konnte, zu dieser Aussage veranlasste, bekannt. Jedoch gab sie uns den letzten Anstoß, uns in unser Verderben zu stürzen. Doch schon beim Betreten der Eingangshalle wurde uns Angst und Bange. Denn in der Mitte des Raumes prangte ein riesiger Mann mit einem goldenen Colt. Zum Glück nur eine Statue, aber klar. Wer sonst hätte uns am Eingang eines Casinos empfangen sollen, das Golden Gun hieß. Als ich dann so an dem Automaten saß und gerade im Begriff war, mein letztes bisschen Klimpergeld in den Schlund dieses gierigen Nimmersatz zu schmeißen, da sah ich sie. Meine Traumfrau. Und das hier. Und zu dieser Stunde. Sie hatte Haut aus Alabaster, Augen, mit deren Funkeln die reinsten Saphire nicht hätten mithalten können. Ein Lächeln aus Gold, Finger wie eine alte Hexe. Moment. Finger wie eine alte Hexe. Bah, das wird wohl doch nichts mit uns beiden, Fräulein. Ich habe mal gelesen, dass Hexen ihr komplettes Äußeres verändern können, nur ihre Hände nicht. Das hast du dir so gedacht, Hexenweib, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich wendete natürlich sofort meinen Blick ab, nicht, dass sie mich noch versteinern würde und konzentrierte mich wieder darauf, meinen letzten Groschen zu verlieren. Nach diesen niederschmetternden Ereignissen hätte ich wirklich etwas mehr als nur ein Quantum Trost gebrauchen können. Doch es sollte noch dicker kommen. Erst um 007 Uhr morgens kam ich aus dem Casino Royal, TS2, eine kleine Pommes und eine große Cola, bitte. Geschüttelt nicht, gerührt auch nicht, aber ohne Eis. Der Mann an der Kasse schaute mich verständnislos und ein wenig erbost an. Im Namen Ihrer Majestät, brüllte er, wohl doch ein wenig mehr als nur ein wenig erbost. Was denken Sie denn, wo Sie hier sind? Das ist eine Tankstelle und kein Schnellrestaurant. Er würde mir wohl keine Liebesgrüße aus Moskau schicken. Selbst wenn er mal dorthin käme, aber was soll's. Auf Liebesbekundungen eines Tankwarts war ich selbst in meiner derzeitigen Lage wirklich nicht angewiesen. Außerdem hätte ich sowieso kein Geld gehabt, um meine Bestellung zu bezahlen. So trat ich den Rückzug an. Meine Freunde hatte ich inzwischen verloren, wie das immer so ist, wenn man über Nacht weggeht und vielleicht einen oder zwei über den Durst trinkt. Resigniert trottete ich in Richtung Bahn, um dann endlich in mein Bett fallen zu können, dachte ich zumindest. Aber wieder einmal machte mir der Alkohol einen Strich durch die Rechnung. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass mir jemand den Lauf einer Flinte ins Gesicht hielt. Ich fühlte mich wirklich, als wäre mir der Himmel auf den Kopf gefallen und blinzelte dem Mann mit der Flinte entgegen. Haben Sie denn eine Lizenz zum Töten von Wild in diesem Wald? Benötigt man eine Genehmigung der Forstaufsichtsbehörde? Was redete der denn da? Ich blickte nach rechts und sah ein totes Reh neben mir, dessen Gesäß mir wohl den Morgen über als Kissen gedient hatte. Das wurde mir jetzt alles zu bunt. Im Angesicht des Todes übergab ich mich auf den Kadaver. Der Förster hatte wohl etwas Mitleid mit mir und merkte außerdem, dass ich das Tier in meinem derzeitigen Zustand nicht einmal hätte töten können, wenn ich wirklich gewollt hätte. Ich gab wohl ein sehr armseliges Bild ab, wie ich so in meinem schmuddeligen, verknitterten, etwas zu kleinen 60 Euro C&A-Konfirmationsanzug neben dem toten,
vollgekotzten Reh lag. Also fragte er, alles okay mit dir, Bürschchen? Brauchst du vielleicht einen Doktor? No, no necesero un doctore. Wieso antwortete ich ihm auf Spanisch? Ich konnte doch gar kein Spanisch. Na gut, ich war zweimal auf Mallorca gewesen, darüber viel mehr als hola una cerveza por favor ging meine Spanischkenntnisse wirklich nicht hinaus. Und auch dem Förster kam die ganze Sache wohl etwas Spanisch vor, denn er schaute mich an wie ein umgedrehtes Fragezeichen. Nein, mir fehlt nichts, nur ein bisschen Durst hätte ich. Er ließ das Gewehr sinken und hielt mir seine Feldflasche mit frischem Wasser hin. Ich leerte sie gierig in einem Zug und gab sie dem Mann dankend zurück. Etwas wie die Jugend von heute brummelnd half er mir auf und fuhr mich sogar in seinem Geländewagen bis vor die Haustür. Das war wirklich ein verrückter Abend gewesen. Aber zum Glück war ja nichts Schlimmeres passiert. Hauptsache, man lebt. Nur zweimal sollte mir das wirklich nicht passieren. Vielen Dank.